Hallo liebe Xbox-Zocker und herzlich willkommen beim Xbox Live Erfolgskanal. Tja, die Sonne lacht, die Sonne brennt, aber wir scheuen keine Mühen und präsentieren euch auch heute ein neues Erfolgsvideo. Diesmal passend zum Wetter vom Summer of Arcade, der erste Kracher Limbo, den haben wir uns direkt mal rausgepickt und zeigen euch mal, wie man hier ganz easy im zweiten Kapitel schon eine schwierige Stelle überwindet und dabei noch einen Erfolg freischaltet. So, Ladezeiten sind kurz und schon befinden wir uns hier also im besagten zweiten Kapitel. Wir kommen zu dieser Wasserstelle. Da liegt eine Kiste. Auch wenn ihr so aussieht, als würdet ihr euch über diese Wasserstelle tragen, vergisst es, ihr geht mit dem Ding unter. Aber wir können hier für was anderes gut benutzen. Wir ziehen die einfach zurück. Und ein bisschen weiter vorne hängt eine Liane runter. So, auf die Kiste drauf. Ein Sprung. Zack, hängen wir auch schon oben dran. Ein bisschen hochklettern hier, ganz wichtig. Und dann ordentlich Schwung holen. Denn genau, der Sprung ist bei Limbo kleiner als erwartet, er springt also nicht ganz so weit, ist ein besserer Schwinger als Springer, aber kein Thema, zack, hoch und das war's schon. Nächste Etage, klettern wir weiter rüber, hier auch ein Sprung nach oben, so, noch einmal, Anlauf, zack und schon sind wir da, wo wir hinwollen. Ihr seht, der Baum ist morsch. Einfach hinrennen und ein bisschen gegendrücken, dann fällt die ganze Kiste runter. Die können wir gleich, wenn wir unten sind, als Floß benutzen. So, wir sind aber noch nicht fertig, denn ein bisschen verdeckt hängt links noch eine zweite Liane. Wir nehmen Anlauf, springen und landen an der Liane. Hier auch ganz wichtig, kleine Stückchen nach oben klettern und dann ordentlich hin und her schwingen. So, eins, zwei, drei und... Da hängen wir oben. So, da seht ihr schon vor euch was leuchten. Das ist ein luftiger Erfolg. Nennt sich richtige Höhe. Und damit haben wir schon eingesammelt. Übrigens, das war noch nicht alles. Wenn ihr diesen ersten Erfolg einsammelt, schaltet ihr direkt noch eine Avatar-Auszeichnung frei. So, jetzt gehen wir schnell nach unten. Dann könnt ihr noch sehen, wie ihr relativ gefahrlos über die besagte Stelle kommt. Ganz wichtig hier, ihr müsst auf jeden Fall auf dem Weg wieder runterklettern. Nicht runterspringen, sonst gibt's Matsche auf dem Boden. So, da sind wir auch schon unten. Rennen dahin. Einfach gegen den Baumstamm laufen. Limbo drückt den Baumstamm dann ins Wasser. Und sobald der letzte Rest von dem Baumstamm den Boden verlassen hat, draufspringen, rüberspringen. Ja, das war's auch diese Woche schon. Wir sehen uns im Erfolgskanal und bei xboxfront.de. Tschüss.